Hey, ihr Freshen vor Condor-Spieler, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Intermission. Ich habe jetzt alles gemacht, ich habe die ganzen anderen Kämpfer besiegt und bin jetzt bei Chadley gelandet, weil der ist übrigens vor Condor Meister offensichtlich. Bist du jetzt bereit, dich den Kampf gegen die Esper zu stellen? Aber nicht nur das, er bietet auch immer noch die VR-Missionen an, wo man gegen Esper kämpfen kann. Rabo ist es hier. So, ich habe kurz ein Gespräch mit ihm geführt, war nicht weiter interessant, nur dass er sagte, er sucht unbedingt noch Leute, die testen und so weiter. Und dass er Leute braucht mit Kampferfahrung in Fort Condor und dass ich jetzt Rabo besiegen soll. Oha, der hat aber einen krassen Rauschebart. Donnerpfeile, oha, was macht das? Hä? Von der Klinge. Oh. Alter. Ich gehe mal kurz auf Abstand. Leuchte vom. Wenn ich erstmal analysieren, den Penner. So, Rabo. Was hast du denn? Eine Esper in Gestalt eines legendären Weisen, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Rabo richtet mit seinem Blitzschlag über diejenigen, die sich Verbrechen zu Schulden kommen lassen und belehrt die Menschheit, die Menschen über Recht und Gerechtigkeit. So wirksam ist Wind. Ja. Und 10 FP gibt er. Alles gut. Oh, Donnerlanze, was macht das? Sieht nicht harmlos aus. Oh, Blitzschlag. Oh, warte mal. Wirbelsturm. Oh, das ist eine Schwäche. Ja gut, ich meine, ist ja auch Wind, ne? Blitzkugel. Oh, was... Ah! Au! Leuchte Funk. Oh, das ist der AOE, ne? Ja, ja. Heil dich. Und noch Pfeile. Ah. So, das Fähre, was macht das? Ah. Von der Klinge. Ah, nein! Was? Stabwurf? Alter, was? Energiesphäre besiegt. Ja, ja, ist gut. Kommt gerade gar nicht mehr hinterher. Oh. Alter, was macht er jetzt? Ja, toll. Das ist doch die Sphäre. Blitzball. Ja, die ist kaputt. Er ist anfällig gegen Betäubung. Wieder Donnersphäre. Oh nein, ich bin betäubt. Alter, was? Wirbellaser. Oh. Was soll das denn? Ionenschlag. Oh nein, das ist bestimmt so eine Ultima. Hä? Scheiße. Alter! Kranke Sau! Ja, cool, aber ich lebe noch. Komm, steh auf! Donnerpfeile? Ja, gut.
wirkungslos. Ah, alles klar. Ja! Er ist geschockt. Alter, und jetzt? Blutrausch! Ja, du Penner! Rabo besiegt! Gar nicht übel, oder? Wie sich freut. Ach, schön, Leute. Das war doch ein guter Kampf, du. Beeindruckend. Ich habe die Kampfdaten analysiert und die Synthese der Beschwörermaterie abgeschlossen. Du bist so schnell wie der Blitz, Yuffie. Die Esperanto, ja. Gebieter über den Himmel, wird dir ein passender Partner im Kampf sein. EZ. EZ, Chadley. Na gut, so einfach war es jetzt nicht. Aber warte mal, ich werde die gleich mal ausrüsten. Oh, Ramu. Ermöglicht die Beschwörung von Ramu, einer Esper, die mit ihren Fertigkeiten wie Ionenschlag für Herrn und Blitz elementaren Schaden verursacht. Alter, geil. Dann lasse ich auch mal den Blitz drin, würde ich sagen, oder? Soll ich das gleich machen mit dem Sphärenbrett? Nee, ich habe ja gesagt, ich mache das mit dem Vor-Kondor, mache ich nicht. Da seht ihr, ich habe hier die Einser besiegt, die Zweier. Ja, das ist übrigens Wedge. Der war 3. Was haben wir hier? Das Schildkrötenparadies. Die Hauptquest. Und hier haben wir eine Spionin in Sektor 7. So, warte mal. Nebenstory. Ach hier, auf dem Weg zum Champion. Abgleich mit dem Referenzdaten. Ja, komm, das mache ich schnell. Ich werde es überspringen, Leute, dann. Bitte unterstütze mich dabei, Daten zum Spiel vor Condor zu sammeln. Ja, ja, komm. Vor Condor, zack. Mhm. So, was hat er denn? Rot. Aha, aha. Panzergardist. Thank you.
Easy peasy lemon squeezy. Erster Versuch und Chadley ist erledigt. So ein Sackgesicht. So schwer war das jetzt ja auch nicht. Gil, 10.000, Kondormünze 4 und FP-Boost. Ah! FP-Boost ist richtig gut. Das war beeindruckend, Tufi. Damit wurde meine Hypothese verifiziert. Deine Hypo wurde was? Hypothalamus. Verifiziert. Ich habe Maßnahmen gegen Spionage durch Wutai untersucht. Indem ich ein Preisgeld ausgesetzt habe, konnte ich vor Condor effizient und schnell in Midgar verbreiten und... Ja, ja, verschone mich mit Details. Entschuldige bitte. Was ich damit eigentlich sagen wollte, das Preisgeld und die Materia gehören dir, Yuffie. Hab ich da Materia gehört? Moment, heißt das, du warst die ganze Zeit der Champion? Hihihi! Wie gefällt dir das, Shinra? Dich, nein, ganz Midgar habe ich in die Knie gezwungen! Deine Fähigkeit, dich auch von starken Herausforderern nicht abschrecken zu lassen, ist beeindruckend. Du bist ein würdiger Gegner. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch beim Test meiner nächsten Hypothese unterstützt. Zeig allen, wo der Hammer hängt. Ich mag Yuffie. Sie ist halt einfach so das Paradebeispiel für selektives Hören. Super. So, Ausrüstung Materia, FP-Boost. Ihr wisst ja, was das macht. Hoffe ich zumindest. Magische Verkettung. So, Analyse. Okay, auf alle Gegner. Oh, das ist aber neu, glaube ich, oder? Ja, komm, das brauchen wir nicht. Dafür FP-Boost. Erhöht halt eine FP für verbundene Materia um 100%. Das heißt, wir bekommen jetzt doppelt so viele Punkte hierfür. Geil, ne? Ich werde natürlich nicht alles auf 100% bringen von den Materias her. Das kannst du knicken, das dauert so lange. Aber wir reden vielleicht nochmal mit den Leuten, die ich jetzt schon besiegt habe, die Stufe 1 und so weiter. Die haben eben nur so Zeug von sich gegeben, von wegen so, ja, bla, hey, ich bin der Meister, willst du spielen? Nicht wirklich was Story-Relevantes, sonst hätte ich es drin gelassen, keine Sorge. Hier treiben sich in letzter Zeit ein paar ziemlich großspurige Möchtegerne rum. Ein Wachhund kann nicht schaden. Willst du was vom Alleskönner? Einen Auftrag leite ich gerne weiter. Für alles andere interessiert er sich eh nicht. Ja, es ist Cloud übrigens. Der Alleskönner. Hier treiben sich in letzter Zeit ein paar ziemlich großspurige... Okay, das war's bei ihr. Ich rufe den Notstand auf. Wutai ist auf dem Vormarsch nach Midgar. Ja, aber ich meine, das ist gar nicht so schlimm, dass Wutai auf dem Vormarsch ist. So, dich habe ich besiegt. Nervige. Weiß gar nicht, war die nervig, war die doof im Hauptspiel? Ich habe keine Ahnung. Also im ersten Akt. Und guck mal, hier ist Jessie. Eva ist die Beste. Ja, auch sie ist toll. Ja, ja, schon okay. Aber das ist jetzt die letzte Runde. Ich will gar nicht spielen. Okay, schade. Jessie hat auch nichts mehr zu sagen. Also sie hat vorher auch nicht viel zu sagen gehabt. Was hier los ist, Mensch. Ich glaube, die haben da nochmal einen draufgepackt, weil im Gegensatz zu PlayStation 4 konnten die nochmal ganz schön Hardware... Also mehr investieren für die ganzen NPCs. Ist übrigens jetzt nur Zeit... Zeitexklusiv. Warte mal, ich muss gucken. Jetzt geht's hier noch. Oh, die Kätzchen. Streiten die sich denn? Macht da die Katze da? Hält ein Schild hoch. Was steht da? Die haben alle irgendwelche Magazine in der Hand. Die streiten sich sogar auf dem Magazin. Ich feier's so sehr. Ach, ist das schön, dieses Spiel. Diese ganzen Details, so bekloppt es halt auch ist, ne? Und ich sag das, weil ich... Obwohl, also nicht weil, sondern obwohl ich wenig mit JRPGs anfangen kann, ehrlich gesagt. Früher habe ich die ganz gerne mal gespielt, aber irgendwann... Naja, ich will nicht sagen, bin ich dem entwachsen, aber ich habe dann mehr so die westlichen zu schätzen gewusst, die bisschen ernsthafteren, ohne dieses Comic Relief, dass da immer so Späßchen zwischendrin gemacht werden. Obwohl ich immer noch sagen muss, ich bin großer Final Fantasy Fan. Das wird sich auch nicht ändern, denke ich. Interessantes Outfit. Willst du was kaufen? Sagst du gerade mein Outfit nieder? Und ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt... Oh, Gardistenkaserne, Kommando, Motto-Verteidiger. Kann ich mir ja auch kaufen. Gut zu wissen, dass ich mir die holen kann. Mystik-Armreif. Ein mystischer Armreif ohne Löcher. Ohne Löcher für Materia, der auf magische Abwehr spezialisiert ist. Nee, lass mal. Und TP-Absorption. Nee, habe ich auch schon, oder? Nee, warte mal, habe ich gar nicht. Greift der Anwender mit einer verbundenen Materie an, regeneriert sich TP. Kann mit den Materia Glut, Frost, Gewitter, Lufttoxin und so weiter verwendet werden. Beides können Ausweichrundschlag, Ukenagashi.
Hm, ich habe 15.000 Gil, warum nicht? Komm. Ich frage mich, ob ich die ganze Zeit alleine bleiben werde mit Yuffie oder ob sie noch ein paar Partner dazu bekommt, weil die alten Verdächtigen, denke ich mal nicht, dass die hier dazu beitragen werden. Otter, da haben wir noch eine Bank. Wir gucken mal die Story. Also wir müssen auf jeden Fall... Hab ich. Das Schildkrötenparadies, das ist eigentlich die Freunde von Avalanche. Ja, eigentlich auch das Schildkrötenparadies. Mehr gibt's jetzt erstmal nichts. Na gut, gehen wir hin. Komm. Ich meine, ich will mich hier nicht durchhetzen. Ihr kennt mich, ich mache gerne viele Sachen und auch wenn es Offcam ist, aber ich gucke, dass ich immer so ziemlich 80-90% des Spiels entdecke und mache. Oh, warte mal, da ist... Der Helmchenhof. Oh, es ist so süß hier alles. Ich würde es gerne nochmal spielen, wisst ihr das? Ich weiß ja, es gibt extra Missionen und so weiter. Was ist denn? Was ist das denn? Da ist ja gar nichts. Guck mal, hier ist er. Oh, da waren noch Items. Im Tränke. Dummgardisten kann seine Verteidiger. Ich schmeiß was nach ihr. Hey. Ach, die da. Wow. Will ich da was gegenwerfen? Nee, die ist bestimmt mit der Hauptstory verknüpft hier. Ich hab's auch erst gesehen, ja. Ich war echt nicht aufmerksam. Ich hab gedacht, die Kinder gucken auf die Musik, auf dieses kleine Grammophon da. Ach, da ist der Alter, der Werbung macht. Warte mal, ich will nur ganz kurz in den Shop. Wir sind schon mit den Knarren hier. Hm? Du bist neu hier, oder? Willst du eine Waffe kaufen? Ja, das machen alle, wenn sie in die Slums kommen, erstmal eine Knarre kaufen. Ich kaufe mal ein paar Phönixfedern, auch wenn ich... Wenn es vielleicht gar nichts bringt. Oh, sieh mal, ein aus Eisen angefertigter Armreif. Ein von Handwerkern ausgearbeiteter Armreif. Die kostet aber ganz schön viel, hä? 33 Schutz. 33 Magie. Gothic Armreif. Plattenschutz Armreif. Was habe ich denn für einen? Geometriereif. Ein Reif, der geometrische Muster verwendet, die Anwendung der Materia zu verstärken. Aha. Da mach ich aber ganz schön miese, du. Also in meinen Stats unten. Was hab ich denn jetzt? 51, 51. Oder mal Hyperschutzreif. Mehr auf Rüstung allerdings hier. Und hier mehr auf Verteidigung, Magieverteidigung. Ich glaube, alles werde ich nicht abdecken können. Was hab ich denn ausgerüstet, sag mal? Ninja-Armreif. 38, 38. Ich glaube, ich werde mal den für Verteidigung kaufen, auch wenn ich halt echt... Ich habe das Passende für jeden in meinem Sortiment. Dass das doch so teuer ist, hatte ich jetzt nicht gedacht. Hier, Willenskraft erhöht sich um 10, Magiewert erhöht sich um 10, Vitalität... Ja gut, macht jetzt nicht viel Stärke, erhöht sich. Ja, ganz vergessen, man muss ja immer so ein bisschen hier rumgucken, was man nimmt. Geometrie, da habe ich 43... Ah, der ist halt schlecht, ne? Der Hyperschutzreif, ja, komm, ich hole mir mal nichts. Ihr bekommt bestimmt noch mehr Sachen in der Kampagne hier. Geh mal zum Schildkrötenmann. Also in Teil 7, jetzt im Hauptspiel, konnte ich halt totschmeißen mit Ausrüstung. Da hatte ich so viel, glaube ich. Paradies, Paradies, wir sind im Schildkrötenparadies. Oh, hallo junge Dame. Hast du etwa alle meine Flyer gefunden? Flyer? Meine Flyer! Nur wenn du alle 6 Flyer des Schildkrötenparadieses findest, erhältst du einen fantastischen Preis von mir. Bist du nicht deswegen hier? Nicht wirklich. Vielleicht kann ich ja dein Interesse wecken. Im Rahmen meiner aufregenden Schnitzeljagd habe ich 6 Flyer des Schildkrötenparadieses überall in den Slums von Sektor 7 verteilt. Wer sie alle findet, für den habe ich einen unglaublich tollen Preis vorbereitet. Genau. Doch wegen der Vorfälle in den Marco-Reaktoren ist Wutais Image in Midgar angeschlagener denn je. Irgendwelche Strolche haben deswegen meine Flyer versteckt und so hat noch niemand die Schnitzeljagd gewonnen. Ach, echt? Ach, aber was soll man da schon machen? Andererseits ist das natürlich die Gelegenheit für dich.
Willst du nicht versuchen, alle meine Flyer in den Slums von Sektor 7 zu finden und die erste Person sein, die sich den Preis schnappt? Hier, so sehen meine Flyer aus. Schick, oder? Versuch doch mal, alle 6 von ihnen in den Slums von Sektor 7 zu finden. Der Preis gehört so gut wie mir. Sag mal, junge Dame, du hast nicht zufällig Kondormünzen bei dir? Ich bin nämlich ein passionierter Sammler, musst du wissen. Aha. Gerne überlasse ich dir im Tausch ein paar nützliche Gegenstände. Happy Turtle. Oh, da kann ich mir auch wieder Zeug kaufen. Warte mal, Tempobrett. Wie viel habe ich denn? 20? Was? Kombatant Kommando? Serra Kommando? Spezial Alpha Laser? Okay. Die Musik. Dimensionshammer. Oh, der Hubschrauber ist richtig ätzend. Ja, den kaufe ich mir mal. Und ich kaufe mir das Champion-Brett. Das sieht nämlich ziemlich geil aus. So, ich kaufe mir die ganzen guten Sachen erstmal. Elixier kostet 5. Nee, also lass mal, das brauche ich glaube ich nicht. Die anderen habe ich ja alle, warum sollte ich mir die holen, ist die Frage. Buddy, 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 buddy. Ja. Happy Turtle. Die Frage ist nur, wie soll ich die jetzt alle finden? Sind die markierten? Nein. Nun endlich zurück ist? Notiz vom Schildkrötenparadies. Wo könnte denn das sein? Waffenmodifikation nicht, ne? Oh, ich habe sie noch gar nicht modifiziert, fällt mir gerade auf. Upsala. Soll ich vielleicht mal machen. Ich habe 16 WP. Hat die nur eine Stufe? Wird die physische Attacke Barriere? Oh, verleiht Barriere bei erfolgreicher Ausführung von präziser Abwehr. Lässt den Shuriken länger durch die Luft wirbeln. Ah, ich weiß nicht. Mal gucken, was noch. FP-Bonus. Warte, kann man die nicht irgendwo... Kann man die nicht irgendwo komplett einsehen? Ja, doch, da. Schaden von normalen Angriffen. Plus 5% Meisterdieb. Was ist denn hier Meisterdieb? Oh, erstmal das. Meisterdieb. Möglich Rauben. Rauben macht, glaube ich, Schaden, oder? Steht gar nicht dabei, aber ich glaube, Rauben macht Schaden. Und beklaut auch noch zusätzlich. Sehr schön. Der Bumerang. Den Shuriken machen wir auch gleich noch. Ist immer wichtig, die Waffen abzugraden. EP Maximum Meisterdieb. Habe ich doch jetzt schon. Oh, erhöht die Menge an FP, die nach dem Sieg über Gegner erhalten werden. Ja. Ja, Rauben habe ich hier auch schon. Na komm, hole ich mir nochmal. Ah, die anderen werden wohl nicht ausreichen. Nö. Alles gut. Was hat er denn? 46? Okay, der hat... Ah. Nee, warte mal, ich werde mal die Waffen wechseln. Und ich ja dann die Materie wahrscheinlich mitnehmen. So. Warte, was habe ich da jetzt stattdessen drin? Stehlen. Ah, okay. Mist. Mist, Mist, Mist. Widerstand. Oh, warte, das war jetzt Quatsch. Warum habe ich es nicht einfach so gemacht? So. Jetzt passt das doch. Hauptsache, ich habe Stehlen drin. Das war mir wichtig. So, warte mal. Jetzt muss ich überall diese Schildkröte suchen, oder was? Diese Musik. Wenn ich jetzt... Das Schildkrötenparadies. Ich schmeiß mich nach ihr. Paradies, Paradies. Aha. Dann sammeln wir mal die Zettel, hä? Ich will abfliegen können.
bleibt einem Ninja verborgen. Happy Turtle. So, da muss ich jetzt überall nach dieser Musik ein Öhrchen offen halten, ja? In den Slums. Achso, übrigens, einer der Kombatanten in Fort Condor war übrigens Locke, oder Locke? Locke, da steht er. Hey, hierher! Oh. Irgendein Trottel hat versucht, einen Flyer in der Fabrik zu verstecken und ist prompt angegriffen worden. Mit den Biestern ist nicht zu spaßen. Du hältst dich besser auch fern. Ach ja. Durch die Explosionen sind die Ungeheuer ziemlich gereizt. Wo ist denn nur der Alleskönner, wenn man ihn braucht? Das ist das erste Mal, dass ich einen echten Soldaten... Pass auf dich auf! Ihr braucht nur mich! Nach Schildkrötenparadies! Aha. Aber die Fabrik ist auch echt riesig gewesen, ne? Und das hier. Alter, die Musik. Das ist doch die... Das ist doch nicht die Werbemusik für das Schildkrötenparadies hier, oder? Doch. Ist das nicht? Don't let them lead the planet dry. Achso, lass sie den Planeten nicht ausbluten. Ah, die Katzen. Hab schon verstanden. Also, das ist das Poster, was auch die Kätzchen da die ganze Zeit hin und her gezogen haben. Ja, wo kommt denn die Musik hierher? Kann das nicht mal... Warte mal. Okay, ich kann das hier nicht speichern. Jetzt. Ah. Dankeschön. Das war's. Das war doch ein Klatsch. Ja, super, ein Klacks. Da ist es doch, der ist doch der Flyer. Entdeckt.
Da 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 da. Und da ist noch was. Was haben wir denn hier? Materia. Erstschlag. Okay, die gucken wir uns noch ganz kurz an. Und zwar ist das geringer ATP-Boost bei Bekampfbeginn. So Leute, das war's für den Part. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu Final Fantasy VII Intermission. Bis dann. Macht es gut und tschüss. Nicht vergessen zu liken und zu kommentieren, wenn ihr möchtet. Ciao.